Hallo, freut mich, dass du mich hier bei meinen Abenteuern in SnowRunner begleitest. So, hier wieder auf dem Weg, mittelgroße Baumstämme zu liefern zum Ostturm. Und zwar mit dem Pacific P12. Ich weiß gar nicht, ich bin einfach losgefahren. Ja, das ist die richtige Richtung. Okay. So, die letzte Folge haben wir die ersten Stämme geliefert. Jetzt fehlen nur noch einmal Stämme. Und irgendwie kommt mir der Pazifik heute sehr wackelig vor, ich weiß nicht. Ich glaube, das machen schon die schlechten Erfahrungen am Don. Hier ist alles inzwischen wackelig und in Umkippgefahr. Ich hoffe doch, hier kommen wir auch ohne umzukippen nach oben zum Wachturm. Das sollte doch machbar sein. Hoffe ich mal. So, hier müssen wir ab. Einfach den Weg nach oben. Ich erinnere mich, vage. So dann. Ich glaube, ich schalte gleich mal einen kleinen Gang. Weil das Holz wiegt ja doch ein bisschen was. Und so viel Power hat der Pazifik ja jetzt auch nicht. Dass wir hier irgendwie mit Vollgas rumfahren können. Und ob es um High Gear geht, bin ich mir auch nicht sicher. Nein, es geht nicht. Na gut. Dann geht es halt etwas langsamer voran. Solange es vorangeht. Eigentlich hätte ich auch dadurch die Bäume fahren können. Ja, die kleinen Bäume kann man ummähen. Da bin ich nämlich zurückgefahren, leer. Das geht. Nur ist mir zu spät jetzt wieder eingefallen. Also da braucht man nicht durch die Pfütze fahren. Aber nun gut. Der Pazifik macht das schon. So schwach auf der Brust ist er ja dann jetzt doch nicht. So, da oben kommt diese eine blöde Kurve. Wo wir beim letzten Mal schon haben so rangieren müssen. Das wird ein bisschen friemelig wieder, aber ich denke, zwei, dreimal vor und zurück, dann passt das. Ich glaube, das hier ging noch, ne? Kann man einfach hier so rumfahren, jawohl. Ja, Motor wie immer. Die zwei Pünktchen gönne ich mir. Die zwei Pünktchen gönne ich mir. So, hier ist wieder... Ja, genau. Also man könnte so schön Bogen hier fahren. Also die Steine, die haben sie doch echt hier mit... Mit böswilliger Absicht haben die Programmierer die hier hingelegt. Habe ich so das Gefühl. Die dachten sich ja, wenn es so viel Straße hier auf der Map gibt, dann machen wir bei solchen Missionen, legen wir da ein paar Steine hin. Um die Spieler ein bisschen zu ärgern. Aber wir lassen uns nicht ärgern. Wir schaffen die Steine schon. Wo geht's denn da eigentlich lang? So, komm schon. Gib mal ein bisschen Gas jetzt hier. So, hier geht's wieder. Hier ist eben. Sagt er und blieb stehen. Wunderbar. Da vorne ist schon unser Wachturm. Nicht mehr weit. So, ich glaube hier, ich fahre einfach hier mitten durch, egal. Sorry. Na komm schon. Ich glaube da vorne gibt es keinen Windenpunkt, oder? Ja, das Bäumchen war super. Das taugt mich mal auf dem als Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Naja, vielleicht so im Topf auf dem Balkon oder Terrasse würde schon gehen. Kleine Lichterkette drumherum und gut ist. Ja, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Seid ihr schon groß im Weihnachtsstress? Oder alles noch ruhig und gelassen, gechillt? Und habt ihr eure Geschenke schon besorgt? Oder steht das alles noch an? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin ja, naja, früher
wo man klein war und Geschenke bekommt, ist Weihnachten immer schön. Und jetzt ist halt so ein bisschen mit Familie, so einen schönen Abend, schön essen und dann reicht es für mich auch für Weihnachten wieder. Na, mein Gott, ich vergesse es immer wieder. Da fehlt einfach der Dampf unter der Haube für sowas. So, die letzte Pfütze. Da auf dem Rückweg in dem Wasserloch, wo wir gerade durch sind. Auf dem Rückweg leer. Nach der letzten Folge. Da hat sie eine Birke im Wasser, ist doch tatsächlich geschafft, mich komplett aufzuhalten. Ich habe mich da ein bisschen festgefahren gehabt. Habe dann wieder rückwärts, vorwärts und mich mit Gewalt mit der Winde da rausziehen müssen. Also, sagen, da war ich überrascht. Die war immer echt hartnäckig. Die verschwindet übrigens auch nicht. Der Baum schwankt gleich zur Seite hier. So. Es ist vollbracht. Wir sind angekommen. Ja, geschafft. Der nächste Wachturm gebaut. So. Wunderbar, dann starten wir auch kurz die Beobachtung noch. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Thor's Donner, nein. So, ich hab, hier, Reparatur der Touristenhütten. Das machen wir. Da habe ich nämlich den Terry-Spezial da stehen, da hinten. Terry Zement drauf. Ich bin hierher gefahren, habe den Zement aufgeladen und die Holzplanken. Sorry. Die hat der. Moment kurz. Solange ich hier quatsche, kann ich mir den Weg markieren. Den habe ich hier aufgeladen mit dem International Paystar. Und hinterher habe ich dann überlegt, eigentlich wäre es intelligenter gewesen, viermal Holzplanken mit dem Derry zu fahren und vielleicht den Zement mit dem Paystar. Aber. Zu spät. Ich hatte schon verladen. Wo geht's hier nochmal rein? Hier geht's rein. So, dann geht's los. Dann schauen wir, dass es den Touristen gut geht. Reparieren wir die Hütten. Nicht, dass die da einen kalten Poppes bekommen. Am Abend beim Bierchen. Das wäre auch blöd. Deshalb mal fix unterwegs. Ja, aber gut, der Zement ist allerdings auch schwerer wie die Holzplanken. Deshalb weiß ich nicht, ob das viel ausmacht. Der Paystar muss halt noch einen Anhänger mitziehen. Den habe ich mir da vorne in der Baustelle geklaut. Sie haben mich nicht bemerkt bei Nacht- und Nebelaktion. Einfach den Bauarbeitern den Hänger weggezogen. Und nun gut. Die haben den sowieso nicht benötigt, glaube ich. Der stand da ja immer nur rum. Arbeiten tut da eh keiner. Also von dem her muss ich hier schon runter. Nee. Das wäre zu früh. Wo geht's hier überhaupt hin? Ich glaube, fast über den Fluss, oder? Das ist doch, glaube ich, die eine Furt, die ich nie benutzt habe. Ja, hier stand ja der leere Hänger da vorne. Den habe ich mir einfach mal so ausgeliehen. Muss mal so zu sagen. Wie gesagt, aber hier arbeitet ja eh niemand. Also sonst hätten sie im Laufe dieses Let's Plays ja die Straße mal fertiggestellt. So, gib mal ein bisschen Gas hier. Wir bleiben im High Gear. Immer schön gleichmäßige Drehzahl, gleichmäßige Geschwindigkeit. Also meiner Meinung nach geht das so im Gelände flotter voran wie im Automatik. Wo immer wenn ein bisschen Steigung kommt, runterschellt oder wenn es ganz schlimm kommt, stehen bleibt, den ersten Gang wieder anfährt. Und so, also wenn die Leistung natürlich vom Motor da ist, nicht wie beim Pazifik, da funktioniert das nicht so gut. Beim Derry hier schon. Kommt man hier glaube ich so schneller voran wie im Automatik. Wie sieht das bei euch so aus? Fahrt ihr immer im Automatik, so wenn es geht, also stur immer,
und schaltet nur irgendwie einen Lastgang, wenn es gar nicht mehr vorangeht? Oder nutzt ihr das High Gear auch? Schreibt es mir gern. Weil ich schaue ja auch andere Let's Plays und YouTuber an, die Snowrunner spielen. Da habe ich festgestellt, die meisten fahren einfach nur stumpf im Automatikgang. Und ich muss sagen, also, ich weiß nicht, ich finde es nicht optimal. Wie gesagt, jetzt durch die Schlammpfütze hätte er jetzt angehalten, den ersten Gang geschalten und wir hätten wieder anfahren müssen. Und so sind wir einfach immer schön gleichmäßig unterwegs und fahren da einfach stumpf durch. Also ich finde, da kommt man besser voran. Ob es schneller geht, weiß ich nicht, aber irgendwie halt gleichmäßiger voran, wie immer dieses Hochschalten, wieder anhalten, stehen bleiben, wieder anfahren. Ich finde es so irgendwie, weiß ich, angenehmer für mich. Klar muss jeder selber entscheiden, logisch. Ach, noch nicht so weit gefahren, sehr gut. So, Zement ist abgeliefert. Entschuldigung. Dann steigen wir um in Paystar. Das heißt, Moment. Die Quest besteht ja aus noch einem Teil. Wir müssen ja noch ein Generator liefern. Wo steht denn der eigentlich? Ah, der steht ganz da hinten. Und der Paystar steht da vorne. Was steht denn hier? Ah, der Crocodile. Okay. Nee, dann lasse ich den hier mal stehen. Na, der war falsch. Und hüpfe in den Paystar rein. So. Holz ist schon geladen. Dann geht's mal voran. So, ja, wie gesagt, viermal Holzplanken. Das ist kein Thema, das schafft auch der Paystar locker. So, ich mache hier ein bisschen schräg jetzt drauf. Normalerweise komme ich hier von vorne. Deshalb ein bisschen langsamer machen. Ansonsten geht das hier sehr gut durch. Hier bin ich schon öfters gefahren. Und dann hier links auf dem Weg und ab zu den Hütten. Bin ich links richtig? Manchmal bin ich total verplant, was meine Wegfindung betrifft. So, jetzt aber. Gut, dass es hier ein Navi gibt. Ich glaube, sonst wäre ich hier hoffnungslos verloren. Na, der Paystar hat genug Sprit dabei. Beim Derry war schon ein bisschen weniger drin. Weil da haben wir ja den Pazifik betankt und sind davon da oben vom Wachturm dann runtergefahren. Bis zu der Fabrik da hinten. Aber den Paystar habe ich noch weiter. Den habe ich, glaube ich, mit dem Krokodil voll getankt. Auch noch. Und bin dann hierher gefahren. Auf alle Fälle, irgendwo habe ich mir Sprit organisiert. Der stand, glaube ich, da vorne in der Nähe vom Krokodil. So, hier mal alles rein, was da ist. Und dann müsste eigentlich der Allrad reichen und High Gear. Da müssten wir hier eigentlich easy durchkommen. Genauso wie mit dem Derry. Also der Paystar ist echt ein Bombenfahrzeug, den kann man ja schon sich ziemlich früh besorgen. Der ist auch nicht teuer. So gesehen im Gegensatz zu anderen Trucks. Und ich fahre ihn immer noch echt gerne. Der ist richtig, richtig gut. Der ist richtig gut. Es gibt, glaube ich, noch einen größeren Bruder, aber ich glaube, in dem Gebiet war ich noch nicht. Den muss man, glaube ich, freispielen. Ich weiß gar nicht, wo das genau ist. Wisconsin, Yukon, keine Ahnung. So genau habe ich mir da noch nicht Gedanken. Ich habe mal gesehen, es gibt noch einen. Und ich glaube, der soll auch sehr gut sein. Also habe ich, glaube ich, schon irgendwo gelesen oder gehört. Und auf den bin ich auch noch gespannt, falls ich da irgendwo mal ankommen werde, dass ich mir den holen kann. So. Da vorne sind die Hütten. Wieso steht da eigentlich Reparatur? Ich glaube, da werden eher zwei gebaut, oder? Oder nur eine zumindest.
Naja, werden wir ja gleich sehen. Wir stehen ja schon vor der Tür sozusagen. So, einmal noch hier rum. Für hier gibt es ja noch eine Quest. Da soll man ja noch Wasser liefern. Müssen wir noch gucken, wie viel das eigentlich sein soll. Jawohl. Ja, zwei Hütten gebaut. Sehr schön, dann war es ja keine Reparatur, sondern ein Neubau eigentlich. Okay, das haben wir. So, der Generator. Dann würde ich sagen, ich fahre da mal hin. Was hole ich denn mit dem Derry oder nehme ich kurz den Krokodil? Der steht ja schon da in der Nähe. Ich glaube, der Krokodil sollte den Generator auch gezogen kriegen. Denke ich doch mal. Wie gesagt, der steht ja schon eh da. Da dürfte es eigentlich kein Problem sein. Da bin ich am nächsten dran. Wir haben ja ein bisschen Gewicht auf der Hinterachse mit dem Tankaufsatz. Und wie gesagt, der steht in der Nähe. Da spare ich mir doch mal den Weg mit dem Derry hierher. Ich dachte eigentlich, ich hole den mit dem Derry ab. Derry Spezial, aber wie gesagt, wenn der hier schon da steht, mein kleines Servicefahrzeug. Ich habe inzwischen zwei von dem. Also so als Servicefahrzeug mit Tankaufsatz hinten. Ich finde Bombe. Und inzwischen mache ich mit dem Krokodil auch diese ganzen Zeitmissionen. Ich nehme da keinen Scout mehr. Ich nehme da immer den Krokodil. Weil erstens, mit dem komme ich überall durch. Der ist schön klein. Der geht gut. Der hat extra Sprit auf dem Dach. Notfalls packe ich hinten einen Tank drauf. Aber das ist eigentlich unnötig. Und ja, mit den Scouts, wenn da irgendwie Schlammlöcher oder irgendwas sind, das dauert so ewig mit denen da durch. Da ist man mit dem viel flotter unterwegs. Der einzigste Nachteil ist natürlich, muss aufpassen, dass man ihn nicht umschmeißt, weil er keine autonome Winde hat, im Gegensatz zum Scout. Da ist der Scout natürlich von Vorteil. Aber naja. So. Es wird schon wieder dunkel. Dunkeln ist gut, munkeln. Wir holen uns hier den Generator. Generator. So, ran mit dem Teil. Und los geht's, würde ich sagen. Moment, bin ich echt hierher gefahren? Ja, gut. Auf der Satellitenkarte hier sehen die Wege immer so lang aus. Wo ich da lang gefahren bin, kam es mir gar nicht so lang vor. So, dann können wir einfach stumpf hier runter, hier durch. Und hier den Weg entlang. So. Und der Generator soll hier hinten hin. Das schaffen wir. So. Kann ja zeigen, was der Kleine kann. Ich habe in Michigan, da gibt es so eine Mission, wo so von diesem gekenterten Schiff, ich weiß jetzt nicht mal, welche Karte das war, von dem gekenterten Schiff so übergroße Fracht abholen muss, die 4 Slots benötigt. Da habe ich versucht, mit dem kleinen Krokodil die übergroße Fracht da hinten rauszuziehen. Da geht es um so brutal enge Kurven, also es ging ein bisschen vorwärts mit Hilfe der Winde, aber nicht wirklich gut. Ich habe dann einen anderen Truck hingefahren und habe es mit dem anderen gemacht. Ja, da gibt es auch ein Video. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das ist. Auf alle Fälle war das ja, Michigan. Wie gesagt, welche Folge das ist, weiß ich nicht. Falls euch interessiert, dann und ihr Lust und Laune habt, die Folge rauszusuchen, schaut gerne in der SnowRunner-Playlist. Ich habe ja die Playlists unterteilt. Also Michigan und Alaska, was ich gemacht habe. Die sind in der Playlist SnowRunner. Dann gibt es die Playlist SnowRunner Season 5, Season 10 und Season 11. Also jeweils eine eigene. Und da sind dann die Folgen von den, einmal vom Don natürlich, von British Columbia und jetzt hier von Skandinavien. Also ich hatte die erst alle in einer Playlist und dann dachte ich mir, das wird zu
ja, zu unübersichtlich, wenn da dann plötzlich 300 Folgen oder irgendwas drin sind. Deshalb habe ich die unterteilt in einzelne Playlists. Schreibt mir mal, ob ihr das gut findet. Ich hoffe ja. Also ich finde es übersichtlicher. Wie alles in einer Playlist habe ich bei anderen YouTubern schon gesehen. Die haben dann da 600 Folgen SnowRunner. Und ja, wenn man von Anfang an alles durchguckt, dann klar. Aber wenn man jetzt so speziell sagt, ja, ich würde jetzt irgendwie Amour interessieren und der YouTuber das dann nicht in den Titel reinschreibt oder so, dann ist man da am Rumwühlen. Finde ich nicht so schick. Deshalb dachte ich mir, ich mache mir mal die Arbeit und unterteile das. Dann ist es erstens auch für mich ein bisschen einfacher hinterher den Überblick zu haben. Und ich hoffe, es ist auch für euch einfacher, falls ihr da spezielle Season oder spezielle Karten sehen wollt. Denke ich, ist es so doch komfortabler. So, da um die Ecke noch. Ach so, Zaun. Den habe ich vergessen. Naja, aber das ist ja auch kein Hindernis. Mal kurz einmal gehobt. So. Danke fürs Umfallen. Und dann. Na, okay. Steinchen im Weg. Ja, diese Steinchen hier, seit ich im Don unterwegs bin, schockt die mich nicht mehr. In British Columbia haben sie mich noch geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren die, ja, schon ein Gegner für mich, um es mal so auszudrücken. Jetzt inzwischen sind die Steine nicht mehr so interessant. Jetzt sind es die Straßenschilder. Also hier zumindest auf dieser Karte, wenn irgendwo welche stehen. Und im Allgemeinen ist natürlich der Don mein Angstgegner momentan noch. Bin immer noch auf die anderen Karten gespannt, also Amour und so. Oder Halbinsel Cola. Also diese Nordlichter und so, die haben sie echt schön hingekriegt, den Himmel. Also das können sie. Richtig cool. Achso, ja, so geht's nicht weiter. Okay, so, kurz abgeben. Ich habe einen schönen Screenshot gemacht. Ich hoffe, er ist schön. So, einmal abgegeben. Hier wird jetzt nichts operiert. Mein Gott, ich bin verwirrt. Hier wird nichts gebaut, meine ich, oder repariert. So. Ja, und ja, schön hier in den Touristenhütten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.